Da. Wow, okay. Nice, 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 nice. Da, da, da. Da, da, da. Fuck it. Jump. Go, 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 go. Was ist das für ein verpeilter Kopf? Gucken die an, ey. Das Typ. Ah, wow, knappe Geschichte. Komm, komm. Fuck. Ring? Das war's. Runter auf die Knie. Und die Hände hinter den Kopf. Ganz ruhig. Hier geht's nicht weiter. Sie sind umstellt. Hi. Verdammte Scheiße. Au. Scheiße. Komm, 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 steh auf. War nicht so schlau mit dem Springen. Laber nicht. Entkommt der? Never. Boom. Komm, komm. Get the fuck out of the car, GTA some. Bye. Hey, was soll denn das? Vollgas, tschüss. Was für dumme Bullen, ey, echt. Donnerstag, 23.43 Uhr, 114 mm Regen. Scott Shelby, Private Investigator. Keine Gedanken, okay, cool. Ich dachte, er denkt vielleicht mal, aber... Won't do. Ah, oh, hey. Lauren? Es tut mir leid, Scott. What? Sie hätten auf mich hören sollen, Mr. Shelby. Ich sagte ihnen doch, sie sollen aufhören. Ihr Sohn ist ein Serienkiller. Wie viele Menschen soll er denn noch umbringen? Gordy hat Fehler, aber er ist mein Sohn. Sie haben keine Kinder, Mr. Shelby. Sie verstehen das nicht. Sie lassen mir keine Wahl. Die Ermittlung ist vorbei. Für immer. Warum hat Lauren das getan? Oh, sie wurde genötigt, okay. Shit. Oh, okay, fuck. Na, wundervoll. Lauren, aufwachen. Lauren. Ah, kacke, Mann. Okay, komm, da geht nix. Los, Schüttlo Rüttlo, 5000 in the hood. Schüttlo Rüttlo, heavy. Gut, dass das Auto noch dicht ist. Hm, okay, nimm mal lang. Ja, damit kannst du dich befreien. Gute Idee. Na komm. Verdammt. Oh, okay, 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 okay. Komm. Go, 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 go. Ich muss die Lauren da rausholen, vor allem auch noch. Okay, soweit, so gut. Nee, das ist nicht das, was ich gerade tun will. Ich will Lauren befreien, hallo? Lauren, aufwachen. Lauren. Kacke. Los, crap sie jetzt. Slap. Was haben sie mit ihr gemacht? Ja, ne. Ich muss es so rausholen, anders geht's ja gar nicht, okay. Wie wär's, wenn du sie mitnimmst, ja? Das wäre toll.
Hast du sie? Ja, gut. Okay, Gott sei Dank. Ich wollte mal wieder schwimmen gehen. Aber so war das nicht geplant. Haben Sie ein Auto zu Hause? Meins ist ja ziemlich am Arsch. Ja, klar. Was wollen Sie tun? Ich muss ein paar Dinge regeln. Ich bring Sie heim. Sie schließen sich ein und machen niemandem auf, außer mir. Okay? Los. Bleib vorsichtig, Scott. Ich will dich nicht verlieren. Ja, er wird sich rächen wollen jetzt, ne? Da ist jemand pisst, yeah. Okay, dann ab dafür. Schön mit dem Volvo, ey. Okay. Guess who pissed? Ay, fuck it. Yes. Voll getroffen worden. Oh shit, falsche. Ja, zweimal getroffen worden. Scheiße, Junge. Egal, da geht noch was. Los, weiter. Tschüss. Scheiße. Ah, too much. Alter. Was dachte er denn, was passiert? Freitag 9.07 Uhr, 126,95 mm. Heftiger Regen. Nur noch ein paar Stunden, bis Sean Mars stirbt. Hoffentlich verschwende ich keine Zeit. John Shepard starb vor 30 Jahren. Ich hoffe, seine Mutter kennt die Antworten zu diesem Rätsel. Mhm, ja. Hallo, ich suche das Zimmer von Anne Shepard. Bitte tragen Sie sich ein. Mit dem richtigen Namen ja wohl hoffentlich nicht. Familie? Ja, das könnte man sagen. Oh, sie freut sich bestimmt über Besuch. Bis jetzt war noch nie jemand da. Sie hat Alzheimer, sie erinnert sich kaum noch an etwas. Aber sie wird sich freuen, bestimmt. Zimmer 19, am Ende des Gangs. Danke. Okay. Ich suche Zimmer 19. Wirklich? Na, danke. Danke dafür, Maddie. Okay. Also auf zu Zimmer 19. Orchideen? Okay, die will nicht mit mir reden. 18, 17, okay, 19 ist da hinten. Aber, guck mal, da hockt so eine. Mit der rede ich doch jetzt erstmal. Wenn sie das nicht sogar ist. Hallo? Nein? Okay. Wo zum Arsch ist Zimmer 19? Can somebody tell me what is a Fortnite? Okay, hier geht nix.
Hier so. Notausgang. Gut zu wissen, hä? Hä? Müsste das hier nicht das Zimmer 19? Hallo, Mrs. Shepherd. Ist es denn schon Zeit für die Tabletten? Nein, Mrs. Shepherd, ich... Meine Tabletten kommen nie pünktlich. Ich weiß nicht, was die hier machen. Im anderen Krankenhaus waren sie immer pünktlich. Aber hier... Ich heiße Madison Page. Ich bin Journalistin. Ich hätte da ein paar Fragen zu Ihrem Sohn. Ich bin überhaupt nicht gerne hier. Das Essen ist nicht besonders gut. Bin ich mir noch nicht sicher, wann ich mal wieder KSP spiele. Demnächst bestimmt. Ihr Sohn hieß John? Mein Johnny. Er ist ein wirklich guter Junge. Ihr einer Sohn hieß John und er hatte einen Zwillingsbruder. Haben Sie die Tabletten? Es ist Zeit für meine Tabletten. Ja, ja, ja. Wo sind denn deine Tabletten? Ihr zweiter Sohn, Mrs. Shepherd. Johns Zwillingsbruder. Wie ist sein Name? Zweiter Sohn? Ich hab gar keinen Sohn. Ich hatte niemals Kinder. Was? Okay, keine Tabletten für dich. Bisch? Aha. Na, open. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich werde hier nicht mehr erfahren. Ah, Origami? Okay. Ich mag Origami. Das ist nicht meine Lieblingsfigur. Ja, nee. Erstmal umblättern. Also der Kranich war es schon mal nicht. Hummingbird, maybe. Meine Lieblingsfigur. Warum nicht? Madame. Gut, dann gucken wir nochmal weiter. Nee, der war's nicht. Das ist Bullshit. Hummingbird war's auch nicht. Also. Der Hund. Machen wir doch mal den Hund. So viele Auswahlmöglichkeiten gibt's ja nicht. Umgreifen. So. Oh Gott. Haben wir es bald? Yeah, okay. Oh, sie können auch die kleinen Hunde falten. Meine Kinder liebten Origami. Ich habe es ihnen gezeigt. John liebte die Hunde. Er nannte sie immer alle Max. Max, Max, Max. Alle mit dem gleichen Namen. Ich konnte ihn nicht davon überzeugen, dass nicht alle gleich heißen können. Er nannte einfach alle Papierhunde Max. Lustig, oder?